Hallo, ich fange heute an mit der Alverde Mineral Face, mit dem Alverde Mineral Face Primer Shimmering Rose an. Ich wollte eigentlich das Video mit Musik unterlegen, aber irgendwie habe ich meine ganzen Lieder für Videos gelöscht und deswegen mache ich heute mal Voice-Over. Ja, dann trage ich mir als nächstes von L'Oreal Lumimagic das leuchtkraftintensivierendes Make-up auf in der Farbe N4 Beige Pure Beige. Dann setze ich das alles mit dem Yves Rocher Transparent oder Velvety Loose Powder in der Farbe 01 Transparent Rose. Ja, trage ich überall auf, bis auf mein Auge und unterm Auge. Das lasse ich frei, weil ich danach diesen Concealer benutze und dann möchte ich kein Puder drunter haben. Jo. Als nächstes benutze ich die Isle of Stage Eyeshadow Base von Essence, trage es mir auf das komplette Lid und auch unten rum auf. Und verblende dann das alles oder tue das dann alles mit einem Retechniques Pinsel einarbeiten. Jo. Dann kommt ein Blush von Yves Rocher, Natural Blush, die 31 Terma Abricoté, aber das benutze ich nicht zum Blushen, sondern den werde ich dann jetzt, wie du gleich sehen wirst, für die Lidfalte benutzen. Ja, weil es ein schönes Braun, was mir ganz gut gefällt für die Lidfalte, deswegen benutze ich es da. Und nehme dafür, ich glaube, das ist der Sigma All Over Blend Pinsel. Aber jetzt die Nummer weiß ich jetzt nicht mehr. Sorry, ich habe immer noch einen kratzigen Hals. Ja. Dann nehme ich von Catrice, das gibt es aber glaube ich nicht mehr im Standardsortiment, das Absolute Eye Color in der Farbe 600 Blackwood Forest. Das ist echt so ein richtig schönes Tannengrün mit grün-silbernen Schimmerpartikeln drinnen, die man aber Gott sei Dank nicht so sehr auf dem Auge sieht. Deswegen mag ich es ganz gerne. Ja, trage das alles mit einem Essence Lidschatten Eyeshadow Pinsel auf und verblende das nochmal alles schön mit dem All-Over Blend Pinsel von Sigma. Ja, da siehst du, dass ich schon das andere Auge gemacht habe. Ja. Als nächstes kommt von Yves Rocher nochmal den 3-in-1 Eye Pencil in der Farbe Vert. Und ich trage ihn mir am unteren Wimpernkranz entlang auf. Und nehme dann nochmal das Catrice Eyeshadow, den Catrice Lidschatten von vorhin und tue es ein bisschen dann ausmoken oder verblenden. Und da habe ich auch so einen Smudger Pinsel von Essence, das war ja von dieser LE, von dieser Pinsel LE. Jo. Und da habe ich mich dreckig gemacht, weil ich den einen Finger, wo ich den Swatch gemacht habe, mir damit ins Gesicht gelangt habe. Ja. Dann nehme ich noch meinen anderen Pinsel, um das ein bisschen noch mehr zu verblenden. Da ist aber nichts drauf. Das ist ein sauberer Pinsel, um die Kanten noch ein bisschen weicher zu machen. Ja, dann nehme ich von Manhattan, das war von der Bloggers Choice LE, das Trio Lidschatten My Precious Shiner und nehme den mittleren Ton und gehe unter dem grünen Ton nochmal, um das noch ein bisschen weicher zu machen. Dann nehme ich den silbernen Ton, der hat so richtig schönes, der changiert so schön, aber ich kann nicht gar nicht mal sagen, wie der changiert, und gebe ihn inneren Augenwinkel als so einen ganz leichten Highlight. Und dann nehme ich das Lila und setze es nochmal unten, um noch die Seite, also den äußeren Winkel, ein bisschen abzudunkeln, noch mehr abzudunkeln. Dann trage ich die Manhattan, wie heißt sie? No End Mascara Instant Volume in Length auf.
Und dann geht's schon zum Concealer. Das ist von Essence Get Picture Ready Brightening Concealer Insert Flawless Finish in der 20 Nude. Ich finde es ganz gut zum Highlighten, also nicht unbedingt wirklich zum Concealen oder zum Abdecken, sondern wirklich um die gewisse Gesichtspartien aufzuhellen. Dafür finde ich ihn echt nicht schlecht und ich habe echt schon gut was davon benutzt. Also das wird wahrscheinlich echt ein Nachkaufprodukt für mich. Ja, da verblende ich alles mit einem Real Techniques Pinsel. Den kann man auch für Foundation benutzen. Ja. Dann nehme ich das Get Picture Ready Con die Get Picture Ready Contouring Palette. Ich liebe sie. Also es ist echt sein Geld wert und ich habe echt nie gedacht, dass ich wirklich so ein Produkt. Drogerieprodukt so sehr lieben würde wie diese Konturpalette und tue erstmal mit den helleren alle setten, wo ich den Highlighting Concealer drauf aufgetragen habe. Dann nehme ich so einen Contouring Pinsel von Zoeva und gehe in die dunkelste Farbe rein und konturiere meine Wangen, ein bisschen halt auch mein Kinn halt unten. Und dann nehme ich die mittlere Farbe, also die Bronzing-Farbe und ja, bronze halt mein Gesicht. Das mag ich immer, weil ich finde, die Make-ups, die Drogerie-Make-ups sind mir immer ein wenig zu hell. Also ich kann auch die dunkelste Farbe nehmen, ist trotzdem zu hell für mich, deswegen mag ich es gerne den Bronzer benutzen. Da ist mir vorhin ein Pinsel runtergefallen. Dann nehme ich nochmal die dunkelste Farbe und so einen Verblendepinsel und konturiere leicht meine Nase. Also nicht, das habe ich noch nicht so richtig drauf, aber das Ergebnis gefällt mir ganz gut so. Ja, genau. Dann, kommt als nächstes dran? Muss ich selber gucken, was ich jetzt so nehme. Ja, dann nehme ich den P2 Blush Glow Touch. Compact Blush in der Farbe 040 Touch of Rose und trage ihn mir so erstmal so in tupfender Bewegung auf und danach zum Schluss verstreiche ich das nochmal. Es sieht man nicht so arg, aber es ist also schön dezent. Ich habe nicht, eigentlich wollte ich ihn weggeben, weil ich ihn für zu hell empfunden hatte, aber ja, nach ein paar Mal ausprobieren ist es halt ein dezenter, nicht so sehr starker Blush, aber für den Alltag ist er in Ordnung. Und dann tue ich mit dem Catrice Luminizing Bronzer auf Highlighten. Das war von einer Limited Edition von der Lumination LE. Ja, und das ist der New Bronze Age. Trage ich überall da, wo ich ein bisschen highlighten will. Und mache jetzt meine Augenbrauen. Da habe ich jetzt meinen MAC Eyebrow Pencil benutzt eine Farbe Stud. Ja, den will ich jetzt einfach mal leer machen, deswegen benutze ich ihn fürs alltägliche Schminken so, damit er endlich mal leer geht und ich die anderen Sachen dann benutzen kann. Ich kriege meine Augenbrauen nie richtig hin, also ist eigentlich jeden Tag anders. Ich fülle eigentlich nur auf, da wo meine Härchen sind, da gehe ich mit der Farbe entlang. Also ich gehe wirklich, ich tue nicht übermalen oder sowas. Also ich tue wirklich nur da Farbe hineingeben, wo meine Haare auch wirklich sind, meine Augenbrauenhaare. Vorne sind sie halt ein wenig dünner und unauffälliger, deswegen gehe ich da ein bisschen mehr rein, damit man überhaupt nur was von meinen Augenbrauen sieht. Aber jeden Tag ist irgendwie anders. Kriegt es nie gleich hin. Ja, dann nehme ich von Essence, das war glaube ich von der Blow Me Up LE. Ja, genau. Diese Duo Eye Pencil und gehe mit der Farbe mit dem Eyebrow Lifter unter die Augenbraue halt. Und nehme halt einen festgebundenen Pinsel und tue es
verblenden. Im Nachhinein habe ich ein bisschen bereut, es benutzt zu haben, weil die Farbe ist doch sehr rosastichig. Und deswegen bin ich dann nochmal mit dem Braun ein bisschen drüber. Also nicht ganz bis oben zur Augenbraue, aber ja, damit man es nicht so eich sieht, dieses Rosane. Da mag ich lieber mehr, die so mehr ins Beige hingehen. Und dann zum Schluss habe ich meinen Lippenstift genommen von Catrice, Ultimate Stay, die 020 All That She Wants. Und habe es ein wenig abgetupft, weil ich es ein wenig zu intensiv fand. Aber so ging's. Ja, jetzt geht's zu meinen Haaren. Ich habe meistens immer so einen Dutt, wenn ich daheim bin. Und ja, habe dann noch meine Haare gewaschen, meine Hände gewaschen. Jetzt kämme ich sie mir durch. Es geht eigentlich bei mir ganz leicht. Auch wenn ich Locken habe, kann ich locker meine Haare durchkämmen. So schauen die danach aus. Dann nehme ich von Gliss-Core das Eau-Nutrive Express Repair oder die Eau-Nutrive Express Repair Spülung. Ja, trage es überall auf, vor allen Dingen an den Spitzen. Und kämme das nochmal durch, damit es sich schön verteilt. Halt immer da, wo ich denke, dass ich es noch brauche, sprühe ich das auf. Ja, und dann gehe ich nochmal mit Wasser drüber, also tue ich noch meine Haare ein wenig anfeuchten, weil ich nicht so viel von dem Produkt halt benutzen will, nur ein bisschen da, wo ich es wirklich denke, dass, wie schon gesagt, an den Spitzen meistens tue ich am meisten drauf und verteile es überall und dann gehe ich halt nochmal mit Wasser über das ganze Haar, feuchte mein ganzes Haar an, kämme es nochmal durch, jo. Dann meistens schmeiße ich es nach vorne, also kopfüber und knete es ein bisschen. Ja, damit die Spitzen dann, dass die Locken richtig schön rauskommen. Ja, und so wäre dann mein Look für heute. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.